Thomas Isler, warum hast du den Film gemacht? Ja, ich habe als, ich meine, man lebt das sozusagen auf mit einer Form von der Staatsführung. Bei uns ist es direkte Demokratie. Und ich habe immer teilgenommen an der direkten Demokratie. Ich habe das Gefühl, ich bin ein aktiver Bürger. Ich bin wählen und abstimmen und so. Und irgendwann habe ich einfach an diesen Abstimmungssonntagen wirklich physischen Schmerz. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, so hartherzig und so rücksichtslos und auch gegen jegliche Vorstellung, wie das Zusammenleben sein soll, kann abstimmen. Und dann hatte ich so Gedanken gehabt, dass ich gesagt, wir müssten mal darüber nachdenken, was ist eigentlich so eine Grenze von unserer Demokratie? Ich habe die Überhöhung vom Volk schon immer als problematisch empfunden. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote: Meine Nichte hat in dieser Zeit eine Naturarbeit geschrieben und die hat sie mir dann gegeben. Und die hat den Inhalt gehabt, also nicht den Titel von dem, sondern den Inhalt: Zivile Ungehorsam in einer Demokratie, die die Menschenrechte verletzt. Und da habe ich gedacht, also wenn meine Nichte schon so Gedanken hat, zivile Ungehorsam, will ich sozusagen, das mache ich einen Film darüber. Und habe mich dann beworben in diesem Mikrokulturprozent-Wettbewerb und bin dann in die zweite Runde gekommen und dann hat sozusagen ist die Sache losgegangen mit dem Film. Herr Kündig, Sie sind auch ein Verlierer gewesen bei all diesen Abstimmungen, nämlich bei den Masseneinwanderungs-, oh, nein, mal sind eine Kulturorganisation, aber dort haben Sie gegen die SAP verloren, Sie haben verloren die Minaret-Initiative und Sie haben verloren die Ausschaffungsinitiative. Wie ist es Ihnen gegangen an diesen Sonntag, wo die Resultate reingekommen sind? Haben Sie auch diese Probleme gehabt wie der Thomas Isler? Ja, natürlich ist man immer enttäuscht, oder, bei solchen Resultaten. Ich kann noch sagen, zum Beispiel das Referendum Grippen, da bin ich auch deutlich auf der anderen Seite gewesen. Das ist Position, klar, ja, oder? Das sind aber nun mal die Spielregeln. Ich glaube, der Film hat ja so ein bisschen eine Hans im Schneckenloch-Diskussion gezeigt. Nämlich, das, was man hat, findet man nicht so gut. Und hier rundherum findet das gut und wollen auch nicht hin. Und das ist so ein bisschen die Diskussion und das Spannungsfeld, um wir uns darin bewegen. Ich will das nicht an einzelnen Resultaten und einzelnen Themen nur aufhängen, aber ich glaube, das ist der Spagat oder das Grundproblem, das wir haben in unserer Demokratie. Ich würde es gerne. Ich würde doch gerne schnell fragen, würden Sie sagen, dass der Grippen dass das auf dem gleichen Niveau ist, wie wenn man irgendetwas durchsetzt, das eigentlich gegen Menschenrecht oder auch gegen Rechtsprinzipien der Bundesverfassung verankert sind, verstoßen? Ja. Nein, es sind ja zwei unterschiedliche Vorgaben natürlich. Das eine ist eine Referendumsabstimmung, wo man sagt, etwas, was beschlossen worden ist, tut man jetzt am Volkswillen nochmal unterstellen. Und das andere ist etwas, wo man selber die Initiative wahrgenommen hat. Ich glaube schon, dass eigentlich der Fehler viel früher passiert ist. Das ist da ja auch so, der Herr Landolt hat das angesprochen. An sich muss man ja immer die Initiative vom Text her, muss man zur Vorprüfung geben. Und ich glaube, dort ist der Hauptfehler passiert, dass man solche Themen, wo schon eben Menschenrechte gegenüber nicht in Ordnung sind oder auch verfassungsmäßig nicht stimmen, die muss man frühzeitig frühzeitig muss man die eben dann unterbinden und nicht erst, wenn das Abstimmungsresultat da ist. Dann ist es definitiv ein schwierigerer Puzzle. Alles klar. Mini Marti, auch, wie ist das Feeling? Also, ich meine, Sie sind auch schon ganz lange in der Politik. Wie ist das, wenn man so einen Sonntag dann so eine Abstimmung verliert, wie jetzt die Ausschaffungsinitiative? Ist das ja, gleich also wie sonst oder ist es anders? Es gibt ja das quasi berühmte Zitat von Churchill, das sagt, Demokratie ist ein schlechtes System, aber es ist trotzdem noch besser als alle anderen, die wir schon mal ausprobiert haben. Und das ist ein bisschen so. Also wenn man das, also die Demokratie hat eine problematische Seite. Es ist trotzdem eine gute Sache und es gehört dazu, dass es Verlierer und Gewinner gibt bei einer Demokratie und dass man trotzdem weiterhin möchte mitmachen bei dieser Demokratie, auch wenn man auf der Verliererseite ist. Das gehört ein bisschen dazu. Das Problem ist quasi, wenn man eine Situation hat, wo quasi Minderheiten systematisch unter die Räder kommen, wenn es eine Diktatur von der Mehrheit gibt. Und das ist die Balance, die man in der Demokratie eigentlich immer ein bisschen suchen muss. Gut, das war jetzt sehr abstrakt gewesen. Bei diesen konkreten Abstimmungen, glauben Sie, dass das der Fall war oder nicht? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, bei der Minaret-Initiative bin ich extrem erstaunt gewesen. Also ich habe wirklich nicht geglaubt, bin ich bis am Schluss davon ausgegangen, dass das abgelehnt wird. Gut, das sind glaube ich alle. Weil ich denke, das ist so birrenweich. Also wieso muss man jetzt das in die Verfassung schreiben? Da kann man ja meinetwegen
wenn man das findet, quasi vor Ort Rekurs einlegen oder was auch immer, irgendein Bürger irgendeine Unterschriftensammlung machen, aber dass man das in die Verfassung schreibt, das ist so absurd. Da bin ich einfach nur erstaunt gewesen, dass das so rauskommt. Bei vielen anderen Initiativen, glaube ich, ja, hat es eigentlich wie etwas gestärkt in mir, das ich schon lange vermutet habe, dass wie sich die Grenze ein bisschen verschoben hat und dass jetzt plötzlich Sachen mehrheitsfähig werden, die früher nicht mehrheitsfähig sind und das beelendet mich auch. Ich bin auch noch nicht sicher, wie man es löst. In dem Sinne, ja, hat es mich sicher auch mögen. Sie haben das vorher angesprochen, Herr Gründig, das hätte man eigentlich im Parlament sollen stoppen. Jetzt, etwas, was mich am meisten verprüft hat, und ich habe es nachher nochmal müssen anschauen auf dem Video, ist der Herr Gründig von der FDP, der eigentlich sagt... Fluri, Entschuldigung. Will ich jetzt mal. Ja, unbedingt. Der Herr Fluri, der sagt, wir wissen eigentlich, dass es beim Bundesgericht nicht durchkommt und in Straßburg nicht durchkommt. Und trotzdem tut man der SVP die Möglichkeit geben, das Zeug an Turnen zu bringen. Hätten Sie das auch so entschieden? Wie Sie es ja vielleicht einmal werden. Oder hätten Sie das anders gesehen? Also persönlich bin ich wirklich der Meinung, dass man widerrechtliche Sachen gegen Menschenrechte oder andere rechtliche Grundlagen verstoßende Initiativtexte nicht der Bevölkerung unterbreiten. Ich bin auch der Meinung, dass das, was Frau Marti gesagt hat, dass das irgendwo symptomatisch ist, dass das tiefe Verständnis für die einzelnen Themen nicht immer einfach automatisch vorhanden ist. Und darum, ich bin nicht ganz so überrascht über die Abstimmungsresultate, weil wenn man die Ängste gespürt hat von den Leuten, dann hat man müssen ahnen, dass das wirklich bewegt. Das war sehr emotional dafür. Auf Ihre Frage zurück, nein, ich bin der Meinung, man sollte das frühzeitig, um eben den Konflikt gar nicht entstehen zu lassen. Mhm. Weil jetzt haben wir eine Abstimmungssituation, ein Abstimmungsresultat, wo man weiss, es geht nicht weiter. Und das ist eine Pattsituation, die auf Dauer schlecht ist. Thomas Isler, du warst ganz viel in Bern, hast mit all diesen Leuten geredet. Warum hat die Staatspolitische Kommission, und deshalb ja nicht eine Mehrheit hat, warum haben die trotzdem das durchgewunken? Ich glaube, dass das Parlament nicht die richtige Instanz ist, um das zu regeln. Das Parlament ist viel zu fest in der Alltagspolitik verhaftet, ist mit Allianzen, machen wir das und dieses. Und dann ist natürlich sozusagen die grosse Drohung über alles, dass man kann sagen, ihr seid Antidemokraten, ihr tut das Volk verrot und so weiter. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass ein grosser Teil von der Mitte nicht den Rückgrat haben kann, zu sagen, nein, so nicht. Selbstverständlich muss man wissen, es hätte einen Gegenvorschlag gegeben und so weiter und so fort. Das ist richtig, aber gleichzeitig, wenn es um den konkreten Fall geht, wie es das, dann finde ich, kann man nicht sozusagen die alten taktischen Sachen führen und sagen, ja, es hätte mit dem zu tun gehabt. Ich glaube, dass das Parlament nicht die richtige Instanz ist, um ins Tiefe für ungültig zu erklären. Ich glaube, es braucht eine andere Instanz, die eine kleine Distanz zu dem Parlament hat. Das hat zwar nicht mit der Unfähigkeit der Politiker zu tun, sondern die Politiker sind natürlich in ihrer Funktion sozusagen zu stark involviert. Deswegen, ich plädiere nicht unbedingt für das Verfassungsgericht, aber ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, dass es irgendwo eine Instanz braucht, die ein bisschen anders denkt als der politische Alltag in Bern. Können wir nachher noch darauf sprechen. Du hast es angesprochen, der Gegenvorschlag, oder es hat zu dieser Ausschaffungsinitiative einen Gegenvorschlag gehabt, wo die ganzen Mitteparteien dafür waren. Der Grossteil von der Linken war dagegen gewesen, Minli Marti. Muss man eigentlich sagen, im Nachhinein, dort ist man aus Prinzipienreiterei, hat man es verkehrt gemacht, jetzt haben wir den Salat. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, was wäre, wenn man jetzt so entschieden hat, wäre es anders gewesen. Also ich bin eigentlich der Überzeugung, wenn man von Anfang an die Initiative klar bekämpft hat, ohne Gegenvorschlag, dann wäre es noch erfolgreicher gewesen. Aber das ist reine Spekulation. Weil ich bin der Überzeugung, dass wenn man quasi der SVP Recht gibt im Prinzip, aber noch ein bisschen sauberer umsetzt, dass man dann den Schritt macht in eine Richtung, wo man weiss, die weitere Verschärfung und die Grenzverschiebung, die folgt. Und ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, und es ist nicht die Aufgabe von der SP und es ist nicht die Aufgabe von der Linken, quasi der SVP zu helfen, ihre Sauerei völkerrechtlich besser umzusetzen. Also das finde ich
ist ein, klar kann man sagen, es ist im Prinzip eine Reiterei, aber das finde ich nach wie vor richtig. Ob es jetzt ein taktischer Fehler war oder ob man eben von Anfang an hätte sagen sollen, man muss ein Teil ungültig erklären, ob das nicht gescheiter wäre, das ist jetzt eine reine Spekulation. Okay, die Frage noch an den Regisseur. Ich weiss, du bist auch dafür für das doppelte Nein. Ich habe gekämpft für die differenzierte Version. Jetzt vegan. Man kann zwar dem nachgeben, dass man im Volk das Gefühl hat, man muss ein bisschen mehr machen, aber es muss rechtskonform sein, es muss EMRK-konform sein. Hast du jetzt im Nachhinein nicht das Gefühl, eigentlich, ihr habt agiert? Möglicherweise schon, aber ich glaube, es geht nicht um den Punkt, ob wir agiert haben oder nicht, sondern es geht um den Punkt, wie es korrektiv in diesem System funktioniert. Auch wenn wir uns agiert hätten, braucht es trotzdem ein Korrektiv, dass es nicht dazu kommt, dass man sozusagen eine automatische Ausschaffung anbekommt, die gegen jegliche rechtsstaatliche Grundsätze verstößt. Zum Glück gibt es ja den Ständerat, der das korrigiert hat. Also das ist im Film nicht mehr drin, weil es ist sozusagen abgeschlossen in drei Arbeiten, wo dann nachher der Ständerat, der konservative Ständerat, ich meine, muss man sich vorstellen, hat das korrigiert mit der Härtefallklausel. Die Geschichte geht weiter, weil deshalb hat natürlich sofort ihr Referendum, ihre Initiative, Durchsetzungsinitiative vor das Volk gebracht. Das heisst, wir werden jetzt im Januar, im Februar oder im Mai darüber abstimmen, ob die Durchsetzungsinitiative so in die Verfassung geschrieben wird. Also ich meine, das muss ich mir vorstellen, da gibt es Gesetzestexte, die ganz ausdifferenziert sind und übrigens hauptsächlich sozusagen bei niedrigen Delikten von eher bildungsfernen Schichten, all die Wirtschaftsdelikte, die man aufreihen kann, ganz gross, sind einfach nicht drin, muss man einfach nur wissen, oder? Also wenn die Abstimmung dann kommt und dann das angenommen wird, dann glaube ich, haben wir wahrscheinlich eine Verfassungskrise in der Schweiz. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es geht darum, dass wir versuchen, ein Korrektiv zu finden, wo die Verwerfungen, die die Politik veranstaltet, mit taktischen oder untaktischen Momenten kann auskorrigieren. Deswegen ist die Frage, ob ich mich geirrt oder nicht relevant. Und die Frage ist, haben wir ein Korrektiv oder nicht? Okay, und das Korrektiv wäre das Verfassungsgericht. Herr Kündig, sehen Sie, dass so brauchen wir das Verfassungsgericht in der Schweiz oder nicht? Also die Debatte haben wir noch nicht allzu lange, oder? Hat das Parlament geführt, relativ intensiv, das war in 12. Mhm. Und man hat dort relativ klar Positionen vertreten. Ich glaube, die grosse Mehrheit war das, wo man gesagt hat, nein, man will eben den politischen, den demokratischen Weg behalten und nicht ein juristisches Korrektiv einführen. Ich muss Ihnen sagen, wenn ich jetzt sehr lokal und sehr kleinräumig denke, oder, dann fühle ich mich durchaus immer wieder mal dominiert von den Gerichten. Und das finde ich jetzt auch in einem Verfassungsgerichtsfall etwas, was mir eher würde Sorgen bereiten. Das heisst, ich bin nicht auf dieser Schiene und meine nicht, dass das richtige Korrektiv ist. Wir haben die Debatten intensiv geführt und der politische Prozess gibt immer die Möglichkeit, die Themen wieder aufzugreifen. Aber er dauert halt. Also die Auseinandersetzung kann man wieder starten. Aber bis jetzt ist sie mit Nein beschieden worden. Alles klar, bevor wir im Publikum fragen, Mini Morty, in Bern haben ja auch zum Teil Leute aus Ihrer Partei und aus der SP gesagt, sie wollen kein Verfassungsgericht. Wie sehen Sie das und warum ist ein Teil von der Linken gegen ein Verfassungsgericht? Also grundsätzlich finde ich, ist ein Teil des Problems, dass wir unsere Verfassung behandeln wie irgendwie quasi eine Einkaufszettel-Wunschliste. Turbo-Baustellen, wo man quasi kann, alles, was man sich eigentlich noch wünschen würde, hineinschreibt, auch egal, ob man das dann kann umsetzen kann oder nicht, das finde ich, ist eigentlich ein bisschen unwürdig. Und dass es irgendwie in irgendeiner Form eine Instanz gibt, die sagt, mindestens Grundrecht, Menschenrecht, das steht über dieser Diskussion, finde ich eigentlich sinnvoll. Und das kann ein Verfassungsgericht geben, respektive das ist ein bisschen das Problem von der Schweiz, dass es diese Rolle nicht gibt. Der Widerstand gegen das Verfassungsgericht von links ist vor allem von den Gewerkschaften gekommen, meines Wissens. Es ist vor allem auch darum gegangen, einerseits, dass man die Volksrechte nicht einschränken will, andererseits ist es auch um internationale Verträge gegangen, wo man Angst hatte, die Werte dann quasi gerichtlich verordnet. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage von der Ausgestaltung von dieser Instanz. Man kann sich auch überlegen, muss man eine strengere Vorprüfung machen oder muss man strengere Kriterien anwenden, dass man gar nicht erst eben, es ist ja immer ein bisschen Frust, man sammelt für eine Initiative und am Schluss wird sie ungültig erklärt.
das ist ja, das will man ja dann gar nicht, wenn man sagt, ja, es haben jetzt 100'000 Leute unterschrieben oder 120'000 in der Regel. Und dann hat man so ein bisschen Respekt vor dem. Ich glaube, da müsste man eigentlich früher ansetzen, dass das gar nicht erst gesammelt wird. Haben wir schon eine Frage im Publikum, dort oben? Nein, gut, dann habe ich noch eine weitere Frage an Thomas Isler. Ein Fall, der ja irgendwie zu viel Unmut geführt hat, war, dass man gesagt hat, ein schwerkrimineller nigerianischer Drogenhändler ist von Straßburg, der war schon in Nigeria und hat wieder zurück dürfen in die Schweiz. Kannst du schnell erklären, was hat es mit dem Fall auf sich? Das ist interessant, die Worte, die du jetzt brauchst, ist genau die Worte, die in der Presse immer geschrieben wird, aber die sind falsch. Er war weder außerhalb der Schweiz, noch ein Schwerkrimineller, nämlich der, der im Film vorkommt. Also das ist der, der für 300 Franken irgendwie... 200 Gramm Kokain geschluckt hat. Also, ja. Und er hat eine kleine Vorstrafe gehabt, weil er irgendwann Haschisch gestealt hat in Österreich. Aber wir befinden uns da, ich meine, also ich finde, das ist eine kleine Kriminalität und nicht schwer kriminell. Das Problem ist einfach, dass die Presse leider eine unräumliche Rolle spielt in dem. Also ich kann euch genau sagen, wie das funktioniert, also wie das vergangen ist, weil ich weiß, dass durch den Anwalt und der hat das genau beobachtet, wo Straßburg, die Familie, es ist ja nicht so, dass der Nigerianer, wo UD heisst übrigens, der Fall U, also in Straßburg tun wir immer den ganzen Namen schreiben, der ganze Name heißt nämlich UD, aber wir sagen immer der Fall U. Er selber hat ja nicht geklagt, sondern es war die Familie, also die Frau und Kind hat geklagt, damit sozusagen er nicht noch ausgeschafft wird nach Nigeria, weil dann sozusagen das Kind ihren Vater verloren hat. Das ist die Ausgangslage. Und er ist ein relativ geringer Fall und hat das ja abgebüßt in Deutschland. Er ist relativ hart bestraft worden, hat das alles abgebüßt. Und dann zu kommen, von einem schwerkriminellen Nigerianer zu reden, der sozusagen ganz Straßburg unter den Tisch gezogen hat, ist einfach unstet. Es ist einfach nicht richtig. Oder? Und das ist eben die Rhetorik der Rechten. Sie versuchen, einen riesen Aufwand zu machen mit einer Fehlinformation. Und ich glaube, ein Teil von der Aufgabe, die wir haben, als Filmemacher, ist auch wirklich klarzustellen. Es geht eben darum, dass es geht nicht darum, dass die Schwerkriminellen, dass man denen sozusagen, die finde ich, kann man ausschaffen. Die werden, so ist ein Verständnis, die werden, schon immer ausgeschafft. Und deswegen bin ich auch gegen den Gegenvorschlag gewesen, übrigens, sonst kann ich den Bogen schlagen. Ja. Ich bin gegen den Gegenvorschlag gewesen, weil die Schweiz schon relativ grosszügig ausgeschafft hat. Es hat keinen Handlungsknopf, also man hätte nicht müssen etwas machen. Es ist alles eigentlich okay gewesen, ausschaffen hätte es schon immer gegeben. Einfach zu sagen, das ist ja sozusagen das Instrument von der SVP gewesen, um einfach in Politik zu machen. Aber jetzt zurückzukommen zum Rechtsfall, oder? Das ist ein relativ eine unglückliche Situation gewesen, wo einer so ein vom Stängeli gefallen ist und da ist dann, die Familie ist dann an die Straße, nach Straßburg gegangen und dann hat der Journalist von der Depeschenagentur, der selber keine Ahnung hat von Gerichtsbarkeit, muss man sagen, viele Journalisten haben keine Ahnung, wie das funktioniert, hat das bekommen aus Straßburg, das ist so eine Agentur, meinte, hat das Gewehr durchgelesen und der hat dann tatsächlich das Wort der Nigerianer mit schwerkriminell verbunden. Und seither ist das Interesse. Und deshalb tut auch mit dem Hausieren. Wir haben ja in Zürich den Herr Fair gehabt, der dann von uns allen gesagt hat, ja, die tun in Straßburg schwerkriminelle Nigerianer schützen, die schon ausgeschafft worden sind, wie es der Blocher da gesagt hat. Wir haben ihn darauf hinweisen, dass es nur der Fall gibt, wo Straßburg sozusagen die Schweiz gerügt hat, in dieser Situation, sonst haben sie nicht gerügt. Und er hätte ein bisschen Kreide fressen, obwohl er gesagt hat, ja, unsere Rechtsexperten haben das abgeklärt. Aber das ist leider nicht der Fall, sondern die einfach mit unwahren Sachen Politik machen. Und da finde ich, muss man wirklich sagen, es geht darum, dass man Kirche im Dorf behaltet, um das mal so zu sagen. Gut, also ich kann nur sagen, als jemand, der lange im Journalismus war, im Fernsehen und im Zug, bla bla bla, die Qualität ist nicht unbedingt besser, oder gibt es irgendjemanden, der Meldung hat, sonst habe ich eine Frage noch. Bist du schnell, musst du vielleicht noch ganz ein bisschen warten. Das stimmt, aber wenn jemand winkt. Ah ja, okay, gut. Also, bitte. Ich möchte eine Frage stellen an Regisseur. Könnt ihr mir den Titel vom Film erklären? Ja, der Titel vom Film. Die Demokratie ist los, der Titel. Warum der Titel? Ja, ich habe einen Titel gesucht, der eine Ambivalenz drin hat. Also es ist einerseits eine Party ist los, es ist lässig, es ist viel Energie drin. Aber gleichzeitig hat es ja auch der Hund ist los, die Kette, es ist sozusagen beides. Und ich habe versucht, einen Film übrigens, deswegen der Krippen, ich komme ja sozusagen aus der Friedensbewegung, ich habe irgendwie lange in der GSOA geschafft, ich habe die GSOA-Abstimmung mitgemacht, das ist ein bisschen meine politische Heimat.
Und ich habe die Grippen auch genommen, um eben zu zeigen, dass ich finde, die Direktdemokratie ist das richtige Instrument, das ist die richtige Staatsform und zum Glück, für den Film mindestens, aber auch für die Schweiz, ist das dann sozusagen gewonnen worden, die Grippen, also am Schluss sozusagen ein positives Zeichen. Ich habe versucht, so einen ambivalenten Titel zu finden, der beides drin hat. Hat das Ihre Frage beantwortet oder kommt die Nachfrage? Ich finde den Titel nicht gut, aber die Frage ist in dem Sinn beantwortet. Okay, wenn Sie noch schon sagen, warum Sie es nicht gut finden? Oder? Ich verstehe es nicht. Alles klar, gut. Auch nach der Erklärung nicht. Es ist irgendwie zu wenig schön doppeldeutig. Okay, das mag sein. Ich kann einfach irgendwie garantieren, man versucht als Filmverleih, wo man meistens noch mehr zu sagen, als Regisseur verzweifelt, einen Filmtitel zu finden, den die Leute ins Kino bringen. Ich habe einfach etwas mich noch beschäftigt. Wenn man da sieht, einerseits der gute Herr Blocher, der dort an dieser Veranstaltung irgendwie, oder wartgewaltig, wie er ist, erklärt, warum das Volk immer recht hat, und nachher der Regisseur sieht in dem Büro von dem Front National Abgeordneten, wo ich das Gefühl hatte, der Regisseur in Grund und Boden redet, oder mit dem Argument, warum das Volk immer recht hat. Wenn Sie so etwas schauen, Sie sind vom Fach, wissen Sie denn, was Sie zum Beispiel an so einer Veranstaltung dem Herrn Blocher oder dem Abgeordneten vom Front National entgegnen würden? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Das ist immer eine Frage, ja, immer eine Frage vom Umfeld und vom Geist, der dann herrscht an einer Veranstaltung. Aber selbstverständlich muss man versuchen, mit den nötigen Argumenten parat zu sein. Das heisst, dass man sich entsprechend vorbereitet, eben, dass man weiss, was Sache ist und nicht. Und dann, glaube ich, dann gibt es durchaus Möglichkeiten zu argumentieren. Aber die Stimmungslage ist immer etwas, was einem natürlich entgegenschlägt. Das merkt man bei Veranstaltungen. Ich will nur das aufnehmen. Also, oder das Volk hat immer recht. Oder die am Volk Verbundenheit, die da signalisiert wird. Ich glaube, das gibt es bei allen Parteien. Also ich habe jetzt noch niemanden gehört, der in der Politik aktiv ist und nicht gesagt hat, ich bin Volksvertreter. Also, das müssen wir irgendjemandem erklären. Nein, das gibt es nicht. Oder? Das gibt es nicht, oder? Und darum sage ich, vielfach habe ich den Eindruck, dass das Volk ist immer das, was einem gerade nützt in der speziellen Situation. Das also ist, bei der Grippenabstimmung hat das Volk mitgeholfen zum Nein sagen in dem Referendum und dann ist das Volk der Freund und wenn es mal nicht so ist, dann... Ich bitte. Ich glaube, der Film geht nicht um das. Ich tue ja am Anfang sagen, dass ich sozusagen immer abstimme und meistens verliere. Das gehört zum Spiel, ich mache immer mit. Aber es hört dort auf, wo man Minderheit diskriminiert mit einer Volksmehrheit. Und ich meine, meine Nichte nicht von ungefähr das geschrieben, dass man sozusagen auch die Pflicht hat zum zivilen Ungehorsam. Also die Pflicht ist übertrieben, aber ich meine, es geht wirklich darum, wenn Minderheiten nicht geschützt sind in einer Demokratie, dann wird es eine Tyrannei von der Mehrheit. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich meine, die FDP, die eigentlich der Urvater ist von der liberalen Bürgervorstellung, von Gewaltenteilung und so weiter. Also ich überlege, was ich für sie halte. Ich glaube, man muss sich mit der in der Fahne ins Kampf hinein tun. Dass genau der. Und wenn wir jetzt über das Verfassungsgericht nochmal nachdenken, dann bin ich völlig einverstanden, dass es ein eingeschränktes Verfassungsgericht müsste sein. Nämlich nur etwas, das prüft, ob Menschenrechte und Menschenwürde tangiert. Alles andere, finde ich, ist nicht Sache des Verfassungsgerichts. Also alle Verträge und alle Sachen, politische Auseinandersetzungen, über wie man die Wirtschaftsordnung aufbaut und so weiter, da würde ich jetzt Gewerkschaften können beruhigen können, die können ihre Sachen machen oder ökonomisch. Aber ich meine, bei der Ausschaffungsdiv war es perfide, dass die es betroffen hat, gar nicht abstimmen können. Das ist ja sozusagen die Mechanik, dass ja nur die müssen ausgeschafft haben, die keinen Schweizer Pass haben, was es immer heisst, oder? Deswegen, nein, ich finde eben nicht, dass es... klar, man ist immer verlierend, das Spiel machen wir mit, bis zu der Grenze. Also ich habe es schon so verstanden, also müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nein, ich habe es nur jetzt auf die Frage, die vorne gestellt wurde, bezogen, oder? Also quasi, wie argumentiert man, oder? Also wenn der Herr von Front National da eben über das Volk redet und über den Stein im Schuh vom Volk, wo man entfernt werden und so weiter. Ja, ich behaupte, ich meine, man hat ihn ja gesehen auf dieser Demonstration, oder? Also, wenn es auf die andere Seite demonstriert hätte, bin ich nicht sicher über den gewesen, oder? Nein, sicher nicht. Eben, also darum. Gut, vielen Dank bisher. Mindy, auch noch schnell. Was sagen Sie, wenn so Anwürfe kommen, eben, dass irgendwie, was auch immer, man hebt sich über das Volk, wenn man nicht akzeptiert, was in irgendeiner Frage entschieden wird. Und wie geht man mit dieser Rhetorik um von den Rechtspopulisten?
Also es ist sicher eine schwierige Rhetorik, aber ich finde es auch irgendwo unheimlich, wenn man etwas heilig spricht. Oder Demokratie ist eben nicht, oder quasi der bürgerliche Staat ist eben nicht irgendetwas Religiöses, wo irgendetwas heilig ist und die heilige Instanz ist, die immer Recht hat. Und wenn man das nicht versteht oder wenn man sagt, ein Teil von dieser Demokratie steht über allem und darf nie kritisiert werden und hat immer Recht, dann hat man eigentlich Demokratie nicht verstanden. Gibt es noch irgendwas? Bitte. Ich möchte einfach noch beitragen, die Formulierung hat immer Recht, ist nicht richtig. Gut. Sondern die Formulierung, man sagt, entscheidet. Okay, also wir haben, ist, ja. Für mich ist es noch ein wesentlicher Unterschied. Okay, also der Einwurf ist, es ist verkehrt zu sagen, das Volk hat immer Recht, sondern der Punkt ist der, was sozusagen von der Gegner gesagt hat, das Volk entscheidet. Mhm. Was würdest du entgegnen? Ich glaube, es entscheidet über fast alles, aber nicht über ganz alles. Ich glaube, ich würde es nachher zuspitzt sagen, es geht nicht darum, ob das Volk immer Recht hat, sondern die Frage ist, kann das Volk über alles entscheiden? Und ich glaube, über Menschenrechte und Menschenwürde soll es nicht können entscheiden. Und das kann man lösen durch eine politische Kultur. Aber ich sehe ehrlich gesagt in den nächsten 10, 20 Jahren keine politische Kultur, die das ermöglichen würde. Also braucht es irgendwie etwas. Wir haben natürlich mit der MRK in Straßburg eine Form von Korrektiv, die aber erst im Nachhinein funktioniert. Das heisst, ein Betroffener muss alle Instanzen durchgehen, bis er dann endlich in Straßburg möglicherweise Recht bekommt, damit es dann wieder runterkommt. Und das sind natürlich Verzögerungen von 5 bis 7 Jahren. Da gibt es ganz viele menschliche Dramen dazwischen. Das würde ich mir nicht als Korrektiv wünschen. Es braucht etwas vorne dran. Wenn jemand etwas anderes als ein Verfassungsgericht vorschlagen kann, bin ich sofort dabei. Ich glaube einfach, man kann es im Parlament nicht aufbürden, weil das Parlament zeigt, dass es nicht kann. Oder? Ich meine, Ecopopos hat müssen ungültig erklären, weil einfach die Einheit der Materie wirklich mit Füßen treten wird. Hat es nicht mal dort geschafft, sozusagen Charakter zu zeigen, sondern hat gesagt, ja, das Volk hätte ich jetzt, wie darf ich jetzt doch darüber abstimmen? Ich halte das für einen Irrtum. Und deswegen glaube ich, das Parlament kann das nicht lösen, wenn es darum geht, nur in dem Fall, dass Minderheiten nicht geschützt werden, und zwar im wesentlichen Sinn von der MRK. Das würde ich sagen, dort braucht es korrektiv. Gut, herzlichen Dank. Das war ein gutes Schlusswort. Der Filmemacher und Nationalratskandidatin von der SP, der Nationalratskandidat von der FDP, stehen Ihnen zur Verfügung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.